damit Servus meine lieben Freunde und Zuschauer vom Parktube hier bei einem neuen Video aus dem Moviepark Germany. Ich begrüße euch heute zu einem kleinen Update-Video hier aus dem Park und ich würde mit euch jetzt quasi in den Park gehen, euch die ganzen Neuheiten präsentieren im Schnelldurchlauf, damit ihr auch den Ersteindruck habt und wie gesagt meine Meinung zu den ganzen auch hören könnt. Wie gesagt, das heute ist ein ganz kurzes Video nur, wir gehen quasi die ganzen Neuheiten ab, wir schauen uns das alles im Detail an. Falls ihr noch mehr davon sehen möchtet, kommt in den nächsten Tagen noch ein separater Moviepark-Vlog raus, so wie wir den alle kennen. Mindestens eine Stunde Laufzeit ist ja immer da. Aber wie gesagt, heute schauen wir uns mal die Neuheiten in einem Schnelldurchlauf-Video an, hier aus dem Moviepark Germany. Und wie man sieht, fängt es schon an. Ja, und wie man schon sehen kann, die erste Veränderung sieht man jetzt, denn man hat jetzt einen schöneren Blick auf den Eingangsbereich des Moviepark Germanys, denn die Kassenhäuschen, die hier sich vorher befunden haben, sind jetzt weg und somit sieht das Ganze schon ein wenig anders aus und wie ich finde, auf jeden Fall angenehmer. Mega cool. Ich bin gespannt, was wir noch so alles entdecken werden. Ja, ein Update oder soll ich sagen eher ein Downgrade, und zwar The Lost Temple bleibt für diese Saison komplett geschlossen, denn man möchte das Ganze überarbeiten. Da wird jetzt kein neues Ride-System installiert, es bleibt ein Simulator, eine Simulationsfahrt. Das Ganze wird jedoch quasi geupdatet zu einem neuen Film. Ich weiß es nicht ganz, ob das so der Fall sein wird, aber auf jeden Fall wurde kommuniziert, dass eventuell der 3D-Effekt ausfallen wird. Somit hat man weniger Probleme im Ride, weil wie gesagt, ich hatte auch einige Probleme mit der 3D-Funktion im Lost Temple. Von daher finde ich, dass wenn das die Lösung ist, um Probleme zu verhindern, ist das schon ganz in Ordnung. Aber ansonsten verstehe ich halt leider nicht, warum man über ein Jahr die ganze Karre geschlossen hält, um sag ich mal, ein paar mediale Updates reinzubringen. Also das erschließt sich mir nicht, aber das ist leider die Wahrheit und die traurige Wahrheit, Lost Temple bleibt geschlossen und somit können wir die schöne Queue-Line auch heute nicht betreten. So, gerade befinden wir uns im Merchandising-Shop im Eingangsbereich vom Moviepark und auch hier gibt es was Neues, und zwar eine eigene Edition vom Monopoly Moviepark. Mega krass einfach, kostet 50 Euro. Ich kann das Ganze auch mal runternehmen. Umdrehen und dann kann man das hier sehen. Jedoch gibt es keine individuellen Spielfiguren, das sind halt die Standardversionen drin, aber hey, immerhin haben wir jetzt eine Monopoly Edition aus dem Moviepark Germany. So, jetzt wieder schön hinstellen und dann können wir weitermachen. So, außerdem, was es Neues zu entdecken gibt, ist hier im Roxy Kino gibt es einen neuen Film für diese Saison, und zwar Tom and Jerry The 4D Experience. Also hier auch ein neuer Film. Werden wir uns natürlich auch noch geben, ist ja logisch. Wollen wir uns natürlich die Qualität angucken und wie gesagt, ich finde das immer mega, dass man im Roxy hier auch öfter mal die Filme austauscht. Außerdem konnte man auch in der Pressemitteilung lesen, dass der Harry Potter Shop hier im Eingangsbereich des Moviepark auch neu umgestaltet wurde. Und da bin ich mal gespannt. Wir machen mal so einen kleinen Walkthrough hier. Außerdem, was auch neu ist in diesem Jahr im Moviepark, ist das Trattoria Hollywood. Und zwar ist das ein Buffet-Restaurant, kann man so sagen, mit Pizza, Pasta und Salaten. Das Ganze wurde erneuert und mit einem, sag ich mal, Buffet-Essen aufgewertet. Und das schauen wir uns jetzt auch mal an, wie es drin aussieht, denn es wurde hübsch gemacht und renoviert. Thank you.
Ganze wurde jetzt zu einem Buffet-Restaurant umgebaut und ich finde das eine mega gute Lösung. Somit wartet man weniger auf sein Essen, sondern kann sich das direkt abholen. Und ich finde für einen fairen Preis von 29 Euro für Erwachsene, 15 Euro roundabout für die Kinder. Also auf jeden Fall mega schön und drin sieht es auch mega gut aus. Aber am besten kommt ihr selber vorbei, schaut es euch an, denn ich will jetzt nicht die Leute da beim Essen zuschauen und filmen. Von daher eine Empfehlung, eine sehr cool gewordene Neuheit für mich. Außerdem im Nickland hat sich noch einiges verändert, nicht nur die Farbe auf den Schienen der Attraktionen, nein, auch der Autoscooter ist hinter mir ganz verschwunden. Natürlich hat das Ganze einen Sinn und zwar möchte man hier die Nick-Character-Bühne hinstellen, sodass man es während des Betriebs im Freizeitpark, dass es keinen stört, weil das hatte man teilweise in sehr vollen Tagen schon gehabt, dass sich hier die Massen gestaut haben. Und ich glaube, mit dieser Lösung fährt man dann ganz gut, wenn man die Nick-Character dann auf die Bühne stellt, ist man ganz ungestört und kann währenddessen den Parkbetrieb normal erleben. Was außerdem auch neu ist in diesem Jahr, eine Indoor-Show im Western Saloon direkt zur Saisonbeginn. Auf jeden Fall mega cool. Mal schauen, ob ich ein paar Highlights für euch mitnehmen kann. Für euch gab es jetzt hier ein paar schöne Aufnahmen vom Western Saloon. Wie gesagt, eine schöne Abwechslung, auch mal zum Sommer das Ganze zu erleben und zwar in den Western Saloon zu kommen und nicht nur in der Wintersaison oder in Halloween. Nein, tatsächlich auch jetzt auch noch zum Sommer haben wir eine abwechslungsreiche Show-Dynamik. Wie gesagt, es gibt ja noch Christian Fahler, der kommt aber halt noch in der Ferienzeit. Aber währenddessen kann man sich auch hier zum Beispiel die Stunt-Show angucken oder auch hier die Western-Show im Saloon, also eine Indoor-Show. Ein extra Angebot hier im Moviepark. Voll gut. Außerdem wollten wir mal kurz in die Arcade reinschauen, denn es gibt hier einige neue Geräte, wie ich hier feststellen kann. Mega cool. Also auch hier ein paar Updates in der Arcade hier. Hier verändert sich wirklich jedes Jahr irgendwas. Finde ich also mega cool. Nice. Was Neues hier im Western-Bereich und zwar werden alte Gebäude genutzt hier und das Ganze wurde jetzt errichtet als Cowboy Candy Shop und da werden wir jetzt einmal reinschauen.
so gut hier drin. Ist mega gut, ja. Ja, auf jeden Fall, was auch neu ist, beziehungsweise eher ein Downgrade ist, dass man hier am Santa Monica Pier des Movie Park Germany eine Attraktion verschwinden lassen hat. Und zwar ist die Jetski-Attraktion verschwunden. Ich denke mal, dass man hier in Zukunft was anderes aufbauen möchte, beziehungsweise was anderes anbieten möchte, wie zum Beispiel vielleicht eine größere Show auf dem Wasser. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall gibt es wohl Pläne dafür, denn sonst würde die Attraktion ja nicht einfach mal so weichen. Ich meine, es kann auch sein, dass sie kaputt war, aber dennoch würde ich dazu tendieren, dass man hier was Neues bauen möchte. Ja, Freunde, und das wäre es jetzt hier von dem kleinen Update-Video aus dem Movie Park Germany. Ich versuche es noch am gleichen Tag hochzuladen, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, was den Movie Park angeht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch schon mal eine schöne Saison 2024. Ich werde mich jetzt gleich auf den Weg machen Richtung Europapark, denn da gibt es natürlich auch einiges zu entdecken. Und das Ganze gibt es natürlich auch für euch auf dem Parktube-Kanal, auch in Videoform, Blogform und alles, was dazugehört. Und hier auch nochmal nicht vergessen, es kommt vom Moviepark noch separat ein anderer Vlog. Und zwar einer, der mindestens eine Stunde geht, so wie wir den alle kennen von meinem Kanal. Von daher keine Angst, es wird noch einiges an Content für euch produziert und kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lächeln nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video hier auf dem Parktube-Kanal. Macht's gut und ciao.